Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das neue Jahr hat begonnen und ich verbringe die Silvesternacht damit, Pfand zu sammeln. 2 Dosen habe ich schon mal. Mal schauen, wie viel heute noch zusammenkommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, die erste S-Bahn fährt ein, in die ich gleich einsteigen werde und diese gründlich nach Leergut durchsuchen werde. So, ich bin jetzt in der S-Bahn drinne und die S-Bahn ist relativ leer. So, ich bin jetzt in Heimfeld angekommen. In der S-Bahn war leider kein Leergut, aber dafür habe ich hier am Bahnhof 2 Dosen gefunden. Jetzt habe ich schon mal 4 Dosen. Und jetzt muss ich ein paar Minuten auf die S-Bahn in der Gegenrichtung warten. So, die nächste S-Bahn kommt. So, ich habe jetzt gerade 2 S-Bahn-Züge abgeklappert. In der einen S-Bahn war nichts und in der anderen S-Bahn habe ich 6 Flaschen und Dosen gefunden. Jetzt habe ich schon mal 10 Stück. Das heißt, 2,50 Euro habe ich schon mal. Was glaubt ihr? Wie viele Flaschen und Dosen werde ich noch finden? Schreibt eure Schätzung am besten jetzt in die Kommentare. Ich bin auf eure Schätzungen sehr gespannt. So, die S-Bahn scheint außer Takt geraten zu sein. Normalerweise sollte jetzt alle 10 Minuten eine S-Bahn kommen, aber hier kommt die nächste erst in 19 Minuten. Das ist ärgerlich. So, ich laufe jetzt mal zum Busbahnhof vom Bahnhof Harburg hoch und gucke, ob dort irgendwie Leergut herumliegt. So, es ist kurz vor 2 und ich bin erstmal kurz zu Hause. Ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung. Also auf dem Busbahnhof und auf dem Fernbahnhof von Harburg hatte ich leider keinen Erfolg gehabt. Dann habe ich gewartet, bis die S-Bahn eingefahren ist. Mit der S-Bahn bin ich dann nach Harburg Rathaus hin und wieder zurück nach Harburg gefahren. Und den S-Bahn-Zug habe ich durchsucht. Da habe ich 10 Flaschen bzw. Dosen gefunden. Dann bin ich wieder in Harburg angekommen und dort habe ich dann einfach einen Rucksack geschenkt bekommen. Und der war voll gewesen und sauschwer. Dann habe ich auf die nächste S-Bahn nach Harburg Rathaus gewartet. Und aus dem S-Bahn-Zug habe ich weitere 10 Flaschen bzw. Dosen rausgeholt. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Hause zu gehen, weil der Rucksack war wirklich verdammt schwer. So, bevor ich gleich zur Runde 2 aufbreche, möchte ich euch zeigen, was in diesem Rucksack hier drin war. Also, in diesem Rucksack war drinne eine kleine Flasche Landkorn, 3 Flaschen Bags, eine Packung Taschentücher, 2 OP-Masken, 2 FFP2-Masken, ein Kugelschreiber und außerdem waren da auch 6 leere Dosen drinne, aber die habe ich jetzt hier nicht aufgestellt, sondern in meinem Pfandsack hier reingepackt. Damit sind jetzt in meinem Pfandsack 36 Flaschen bzw. Dosen drinne. Das heißt, 9 Euro sind da drinne. Für die zweite Runde werde ich einen anderen Sack benutzen. Mal schauen, wie viel ich gleich noch erwirtschaften werde. So. In der zweiten Runde habe ich die ganze Zeit in Neugraben verbracht. Dort habe ich dann die S-Bahnen, die angekommen sind, komplett durchgeforstet. Und ich habe es wieder geschafft, 36 Pfandflaschen bzw. Pfanddosen zu erwirtschaften.
Und da ich jetzt das Gefühl habe, dass ich jetzt nicht mehr so viel Pfand erwirtschaften werde, werde ich gleich mit dem Bus nach Hause fahren. So, es ist mittlerweile kurz vor 16:30 und ich bin endlich wieder zu Hause angekommen. An dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Das Lehrgut werde ich am nächsten Werktag abgeben gehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.